Hallöchen ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Online. Wir haben beim letzten Mal unseren ersten Überfall geschafft. Wir haben irgendwie so eine Bank ausgeraubt, so eine kleine. Und Simeon nervt uns immer noch. Wir gehen mal ran. Hey, you like the new car? I have an opportunity you may be interested in. I have a list of vehicles that my contacts would like to get a hold of. You find the cars and bring them to me at the docks and I will make it worth your while. I'll text you the details. Na, von mir aus. Machen wir. Beschaffen wir ihnen die Fahrzeuge. Na gut, dann beschaffen wir ihm mal die Fahrzeuge. Was schreibt er uns denn? Hallo Soldat! Hier ist eine Einkaufsliste und sorgt dafür, dass sie gut in Schuss sind, ja? So ein Landstalker. Irgend so ein anderer. Ja, irgendwelche Fahrzeuge. Ja. Bla, 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 bla. Wird sowieso alles markiert, oder? Ach, ich muss die jetzt selber finden, die Fahrzeuge, oder was? Ach komm, nö. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, hier selber die Fahrzeuge zu suchen. Das ist ja, ich dachte, ich krieg die jetzt angezeigt. Also, nee, das mache ich jetzt nicht. Also, ganz ehrlich, leck mich am Arsch, das mache ich nicht. Einladung, Landrennen, Vorbereitung. Dann nehme ich lieber die coole Methode. Das habe ich, glaube ich, schon mal gemacht. Das Crystal-Geschäft. Wurde das nicht mal abgebrochen oder so? Das wollte ich doch schon mal machen, aber das wurde doch nie... Das habe ich doch nie gemacht, oder? Bin ich jetzt total bescheuert? Ich glaube, das habe ich nicht gemacht. Oder doch? Nö. Coole Methode. Oder Methode. Was auch immer. Dann kann ich ja bei Gelegenheit das nochmal nebenbei durchlesen. Hör mal, mein Dicker. Ich habe davon der Sache erfahren. Sie steigt draußen vor der Stadt bei diesem Dealer. Aber um den brauchst du dich nicht zu kümmern. Er hat ein paar Hinterwäldlern, die in ihrem Wohnmobil Stoff kochen, Chemikalien verkauft. Nimm das Ding hoch und triff dich mit meinen Leuten beim U-Tool-Depot am Freeway. Du kriegst Geld. Ich bin im Crystal-Geschäft. Alles bestens. Ja, steig in das Wohnmobil. Irgendwie habe ich das nicht gemacht, glaube ich. Ich kann... Oder bin ich jetzt komplett bescheuert? Stehe ich so auf dem Schlauch? Das gibt's doch gar nicht. Ich weiß es nicht mehr. Weil ich so viele Folgen heute aufgenommen habe, dass ich den Überblick so ein bisschen verloren habe. Und das ist auch sowieso so viel hier, wie gesagt, so eine Reizüberflutung hier an Dingen, die man alle machen kann und die ich alle nicht kenne, dass ich da erstmal gar nicht so drauf klarkomme. Ich habe auch echt nur die Pistole, ne? Ja, in dem einen Überfall hatte ich halt so geile Waffen, aber das war halt auch nur... Das war nur die Überfall... Waffen. Muss denn eigentlich der Teamleader die Waffen einkaufen, die benutzt werden? Oder wie ist das? Aber das muss ich, glaube ich, auch nochmal machen, oder? Als Leader irgendwas gewinnen oder so? Ich weiß es nicht. Aber ich werde, wie gesagt, erstmal normal spielen. Und dann irgendwann mal. Ich meine, ich habe ja immer noch 3 Wochenenden hier nach und ich habe auch morgen noch den Sonntag, wo ich auch nochmal eine Menge aufnehmen werde wahrscheinlich. Weil das lässt sich halt auch mega einfach aufnehmen. Das muss ich einfach mal sagen, weil ich kann einfach machen, was ich will. Ich muss mir keine Gedanken machen, was ich machen möchte. Also ich spiele einfach drauf los. Das, was ich jetzt in GTA 5 im 100% LP nicht mehr so machen konnte zum Schluss, weil ich mir überlegen musste, was zeige ich jetzt? Macht das Sinn? Lohnt sich das zu zeigen? Wann mache ich dies? Wann mache ich das? Und das habe ich hier nicht. Das ist genial. Mal was ganz anderes. Und ja, deswegen. 2 Kilometer noch. Ich sollte vielleicht auch mal zur Bank gehen, oder? Ach nee, das wurde schon überwiesen. 184.096. Ich könnte mir locker ein kleines Apartment leisten.
Und ich habe gehört, man soll das wohl übers Handy kaufen, übers Internet. Ist das richtig? Weil das irgendwie verbuggt ist? Man soll das nicht über das Verkaufsschild kaufen? Stimmt das? Weil es dann irgendwie nicht zählt oder so? Ich meine, da was gelesen zu haben im Trophäenforum. Und was ist das für eine beschissener Wegpunkt war das jetzt schon wieder, Rockstar? Ihr wollt mich echt in die Irre führen, oder? Aber ich lass mich nicht verarschen. Zumindest dieses Mal nicht. Und das Wohnmobil stehlen. Als ob ich das einfach so mitnehmen kann. Das wird sowieso... Nee, das werde ich nicht einfach so mitnehmen können. Wie cool, hier in der Nacht ein Wohnmobil zu stehlen. Das hat schon irgendwie was. Wo ist es denn? Die Frage ist jetzt, stürme ich einfach so frontal auf sie zu? Oder sneak ich dahin? Ich meine, da sind ja nur zwei Dudes gerade, die da rumstehen, richtig? Ich meine, ich könnte mich... Da ist auch noch jemand. Versuchen wir mal ein bisschen leise zu sein. Vielleicht bringt das ja was. Komme ich da so durch? Ach, ich weiß nicht. Ich meine, es gibt auch RP, wenn ich die abknall, ne? Das ist halt auch so verlockend. Man kriegt für alles RP in diesem Game einfach. Ist das hier ein Tor? Geht das auf? Nee. Mist. Da komme ich nicht rein. Aber ich kann hier, glaube ich, ein bisschen lauter sein. Also hier kann ich lauter sein. Der Zaun wird... Hier ist der Eingang. Okay. Ich versuche mich da jetzt mal anzusneaken. Vielleicht ist das ja auch eine Auszeichnung. Bisschen sneaky, sneaky, sneaky machen. So eine kleine Stealth-Passage. Why not? Vielleicht hört er mich nicht. What the fuck are you doing here? Look like somebody had lived my kinsays last night. Was willst du denn von mir, Kollege? Willst du mich verarschen? Auta, der haut mich mit dem Messer. Von hinten. Oder schlitzt mich besser gesagt. Boom. Okay, wenn ihr das so wollt. Überall sind sie hier. Boom. Aber damit kriegt man auch wieder RP. Richtig cool. Na gut, wir haben ja ewig lange Zeit. Wir haben kein Zeitlimit oder so. Von daher, lass uns die mal in Ruhe abknallen. Hier hinter ist einer. Wo bist du? Wo habt ihr euch versteckt? Im Laden drin? Ja. Die Schweine, da sind sie. Ich nehme den ganzen Laden auseinander, wenn es sein muss. Wow, 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 wow. Vorsicht. Ich hoffe, die kommen jetzt. Das wäre cool. Kommen sie raus? Ja, komm doch raus. Ey, wisst ihr was? Ich ist mir jetzt scheißegal. Ich nehme das Wohnmobil mit und dann bin ich hier weg. Was wollen die denn? Denken die, ich warte? Denken die, ich warte hier den ganzen Tag oder was? Da kommen sie raus jetzt, ne? Holy shit, das war krass. Kurz vor. Mach nicht das Wohnmobil kaputt. Oh shit, die sind da oben auf dem Dach, glaube ich. Hat er gerade Schaden genommen, der Kerl? Nein, was war das? Shit. Shit. Ah, kann ich das nochmal wiederholen, bitte? Das war ja mal mega scheiße. Ich habe doch nur da oben auf die Gaspulle geballert, weil ich dachte, ich kann die damit ein bisschen ärgern. Ach du Schande, das war ein Fail.
Ich würde es gern wiederholen, wenn ich ehrlich bin. Kann ich, glaube ich, jetzt nicht. Och Mist, och schade. Naja, sowas gibt's halt auch, ne? Ah, es geht endlich weiter. Sehr schön. Naja, das war wohl ein Fail, aber sowas passiert halt. Unglücklich. Ich wollte da oben die Gaspulle ja zum Explodieren bringen, weil ich dachte, ich könnte die damit erledigen oben. Auf dem Dach. Weil die haben schon ordentlich Damage gemacht, muss man ja sagen. Na gut, macht nichts. Geht zum Geldautomaten, um Geld einzuzahlen. Ja, weil ich Tausende, ich habe Tausend, ja gut. Na gut. Das mache ich halt auch noch, aber jetzt geht's erstmal hier. Ich möchte jetzt erstmal eine schicke Immobilie kaufen. Anzeigen. Ich würde erstmal im Billigsegment mal gucken, was es so gibt. Wo ist denn diese Immobilie? Ist das diese? Ich würde sagen, das ist cool, weil da oben hat man seine Ruhe. Glaube ich. Pelito. BLVD. Teil des Unabhängigkeits-Specials. Schlaf ein bei sanften Murmeln des Ozeans und der Penner, die Papierkörbe auf dem Parkplatz durchwühlen. Diese zuckersüße Immobilie liegt zentral an der Hauptdurchgangsstraße von Palido Bay, nur wenige Minuten zu Fuß vom Strand entfernt und direkt neben dem Supermarkt. Mit angeschlossener Garage für zwei Wagen. Yes. Wähle eine Immobilie, die du in Zahlung geben willst. Hä? Wieso? Du besitzt bereits eine Immobilie? Hä? Was heißt das? Warum? Ich habe doch gar keine Immobilie. Die einzige Immobilie, die ich habe, ist diese komische Garage, die ich da habe. Ich will die haben. Ja. Ach egal, ich kaufe die einfach. Der amerikanische Traum. Was war das jetzt nochmal? Einfach nur... Eben nochmal gucken. So viel Zeit muss einfach sein. In einem Projekt, was hauptsächlich darum geht. Also, sich darum abspielt, welche Trophäen ich bekomme und wie ich Trophäen bekomme. Da kann man auch mal in Ruhe hier die Trophäen betrachten. Der amerikanische Traum. Der amerikanische Traum. Legt dir ein Apartment, eine Garage und ein versichertes Fahrzeug zu. Ja, okay. Das haben wir gemacht. Jetzt würde ich da gerne mal hin. Nicht über den Tisch ziehen. Ich habe einen Rückholauftrag. Der Inhaber... Schnappt ihr diese Fahrzeuge? Er hat einen... Ich habe einen Rückholauftrag. Der Inhaber eines Schönheitssalons auf der Carson Avenue... hat sich einen Zion in heißem Pink bei mir geholt. Schönes Auto, zu schön für den Boss eines Ladens, wo Geldwäsche betrieben wird. Steuerbetrüger machen mich krank. Er steht auf dem Parkplatz hinter dem Haus. Hol ihn und bring ihn zum Autohaus. Yes. Mach ich. Ich würde gerne annehmen jetzt. Bitte warten. Es dauert länger als normal, diese Einladung anzunehmen. Warum dauert es länger als normal? Kann mir das mal einer erklären? Es funktioniert gerade irgendwie nicht. Warum auch immer.
Wenn es jetzt nicht geht, dann geht's nicht. Ich will mir sowieso das Apartment eigentlich eher angucken oder die kleine Bude, die ich mir da gegönnt habe. Komm, brech ab jetzt hier. Na komm. Irgendwie will das Spiel gerade nicht. Funktioniert gerade nicht, ne? Nee, nee. Na gut. Dann würde ich sagen, auf zum Haus. Weil da habe ich irgendwie mal Bock, da mal hinzufahren. Das sind jetzt 5 Kilometer. Das ist ganz schön weit, aber... Ja, ich nehme euch natürlich trotzdem mit, weil das ist hier eine lebhafte Welt. Hier kann alles passieren. Und das wäre mir viel zu schade, das jetzt hier zu überspringen, weil man weiß ja nie, was kommt. Vielleicht werde ich jetzt gleich eingeladen und mache wieder was völlig anderes. Das ist dann halt GTA Online, wie es bleibt und lebt. Rundstrecke. Ich glaube, ich werde mir gleich eine neue Lobby suchen, weil irgendwie ist mir die nicht ganz koscher. Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich hier auch nicht mehr wohl. Und das liegt jetzt nicht nur daran, weil es regnet. Das ist mir völlig egal, aber... Naja. Ich bin auch schon bald Level 9, ne? Also wahrscheinlich erst. Also ihr würdet wahrscheinlich sagen, ich wäre innerhalb von 2 Minuten auf Level 40 gekommen. Aber gut, ich mache das hier zum ersten Mal. Ich werde das mit meinem eigenen Tempo hier alles erforschen. Und ich könnte mir auch mal ein neues Auto gönnen, oder? Aber da brauche ich noch ein bisschen Kohle. So ein richtig schickes Auto, was richtig schnell ist, mit einer schönen Panzerung. Gefängnisausbruch. Ich hätte auch nochmal Bock auf einen Gefängnisausbruch, auch wenn ich damit so schlechte Erfahrungen gemacht habe. Aber das lag halt auch wirklich nur am Team eigentlich. Es war bis zu einem gewissen Grad, war es ja auch gut, das Team. Also ich kann mich da ja auch nicht beklagen. Das war ein super Team. Nur dann halt so, als es eigentlich schon geschafft war, wurde das irgendwie weggeworfen. Einfach so weggeworfen. Das wären 60.000 Dollar gewesen. Das ist, ja. Schade. Ja, und ich muss auch immer regelmäßig meine Nachrichten checken, ob mir jemand irgendwie was geschrieben hat oder so. Weil ich habe die halt ausgeblendet, weil ich nicht will, dass das immer in der Aufnahme aufploppt oben rechts. Weil man weiß ja auch nicht, was einem die Spieler so schreiben und so. Wenn die irgendeinen Blödsinn schreiben so, dann möchte ich das nicht in der Folge haben. Ist halt aber auch der Nachteil, dass ich halt dann nicht sehe, wenn was geschrieben wird. Wo ist denn jetzt unsere schicke Behausung? Ja, hier auf jeden Fall nicht. Genau auf der anderen Seite, oder? Da können wir doch mal rein in die gute Stube. Ich meine, bisher hatte ich nur so eine Garage. Habe ich die eigentlich immer noch, oder was ist... Ist die jetzt weg? Also ich sehe hier unten kein Symbol mehr. Ich glaube, das ist jetzt weg. Die Garage ist weg, glaube ich. Und die killen sich da unten wie die Verrückten irgendwie. Glaube ich, es ist echt crazy hier. Ach, das ist unser Haus. Das andere war nur eine Garage, die man hätte kaufen können. Und das ist ein... Das ist nicht unsere Bude. Ach, zum Verkauf. Das ist das... Alter. Ich bin hier komplett verwirrt hier langsam. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Das hier ist das Apartment, oder? Oder? Ist das mein Haus? Das ist mein Haus hier, oder? Oder? Nein? Wo ist mein Haus? Ich will mein Haus sehen, Mann. Oder doch das andere.
Welches habe ich mir denn jetzt nochmal gekauft? Das ist doch das hier, oder nicht? Verstehe ich nicht. Was ist los hier? Moment. Nee. Ich habe... Moment. Das hier oben irgendwo. Das gibt's doch gar nicht. Ich weiß nicht, was... Keine Ahnung. Warum ich da jetzt nicht reinkomme. Weil eigentlich ist es ja hier. Nee? Okay, dann halt nicht. Ich werde schon irgendwann hier drin sein, wenn ich das nächste Mal das Spiel starte. Dann werde ich hier irgendwo schon was finden. Ich dachte eigentlich, ich hätte das jetzt gekauft, aber scheinbar komme ich da nicht rein. Oder ich bin komplett lost gerade. Das wird es wahrscheinlich sein, also. Aber das ist es auch nicht, ne? Das ist jetzt auch egal. Lass uns noch mal irgendwas machen. Irgendwas Cooles. Viel zu weit weg jetzt. Ich will noch mal einen Laden oder so ausrauben. Der da. Den haben wir noch nicht ausgeraubt. Dann lass uns doch noch mal einen Laden ausrauben. Dann ist es auch in Ordnung. Und dann gucken wir vielleicht noch mal... Vielleicht raube ich dann noch mal irgendwas aus. Das ist alles nicht nach Plan verlaufen. Ich meine, gut, ich habe eine Trophäe bekommen dafür, dass ich was gekauft habe. Das ist ganz okay. Aber alleine dieser eine... Das mit dem Wohnmobil... Habe ich nicht geschafft. Und jetzt das mit dem Haus. Ich wollte einfach mal rein, mal gucken, wie das aussieht. Nö, auch nicht. Dann werde ich jetzt mal den Laden ausrauben und dann wahrscheinlich erstmal auf ein Auto sparen, auf ein neues, schickes Auto. Und ja. Und das ist es dann. So, wer ist denn hier der Unglücksrabe? Und nicht hier halten, sondern hier muss ich rein. Ich gehe noch nicht mit Waffe rein. Das macht immer so einen unsympathischen Eindruck, finde ich. Auch als Räuber muss man so ein bisschen sehen, dass einen die Leute auch ein bisschen mögen. Zumindest solange ich die Waffe nicht auf sie halte. Oh Gott, nein, bitte! Okay, ich gehe so schnell wie ich kann. Nein, bitte, ich bewege mich so schnell wie ich kann. Na komm, rück die Kohle raus. Jawohl. Geschafft. Also noch nicht. Erstmal entkommen. Von links kommen die Cops, das heißt, ich fahre nach rechts. Aber hier kann man doch auch super entkommen, oder? Wenn ich jetzt hier rechts rausfahre, da werden die mich doch nie finden, diese Vollidioten. Als ob die hier unten langfahren würden. Ich meine, wahrscheinlich schon, aber... Oh Gott, da kommen sie. Wie habe ich mich denn da durchgeschlängelt? Will ich das noch machen? Eigentlich schon, die Ladezeiten waren ja auch wieder so extrem. Geheimhacker, Abreise. Die Arbeit in unserer Branche ist nicht immer ein reines Vergnügen, mein Freund. Menschen, die du liebst und denen du vertraust, sie betrügen dich. Eine Frau, der ich vertraut und die ich großzügig entlohnt habe, deren Hände genauso schmutzig sind wie meine. Sie redet im Viceroy Hotel mit dem Staatsanwalt. Bring sie zum Schweigen und mir ein Foto als Beweis. Und bring ja keine Cops mit zu unserem Treffen. Okay, das machen wir jetzt noch.
Die Folge war so ereignislos. Okay, wieder nicht. Ich sollte mir keine Hoffnung machen. Ich sollte mir einfach keine Hoffnung machen. Ich hätte vielleicht schneller annehmen sollen, aber ich wollte mir das auch mal in Ruhe durchlesen. Weil ich will das nicht, die ganzen Texte, die sind teilweise auch echt lustig geschrieben und interessant. Und die möchte ich nicht alle einfach so wegskippen. Aber das ist natürlich für Spieler, die das schon öfters gesehen haben, die skippen das halt einfach weg und dann dauert denen das zu lange und dann ist die Lobby wieder voll. Oh, meine Augen, ist das hell, aber es geht endlich weiter. Ich musste die Lobby verlassen oder ich wurde halt einfach rausgeschmissen. Die Sitzung wurde beendet. Und dann war ich wieder in GTA Online und jetzt bin ich wieder hier. Das ist manchmal ein bisschen blöd mit der Connection. Und ja, wir können jetzt eigentlich nochmal irgendwas machen. Lasst uns doch nochmal Arm drücken. Einfach mal Arm drücken machen. Ich habe einfach Bock, mal ein bisschen Arm drücken zu machen. Das passt jetzt einfach in diese chaotische Folge. Ich meine, erst der Fail mit dem Wohnmobil. Dann der Fail mit dem Haus. Jetzt gerade eben wollte ich da wieder was Schönes machen. Hat wieder nicht geklappt. Dann lasst uns doch jetzt nochmal Arm drücken spielen. Ich hoffe, ich kann das alleine machen. Oder ich kämpfe gegen einen anderen. Trete gegen einen anderen an. Ich weiß es nicht. Ich will das einfach nur mal machen. Ich habe da irgendwie Bock zu. Auch etwas, was ich noch nicht kenne. Das kenne ich aus GTA 4 The Lost and Damned. Aber ich glaube, das wird hier ein bisschen anders sein, oder? Oder ist das ähnlich? Wenn ja, dann kenne ich es ein bisschen. Aber ich glaube, das wird nicht so... Das denkt man schon, dass es ein bisschen anders sein wird, oder? So, hier soll man also Arm drücken machen können, oder was? Ach, man braucht 2 Spieler dafür. Ja, ich habe jetzt keine 2 Spieler. Ich kann es nur mal versuchen, aber... Ich brauche halt jemanden, der das mit mir macht. Und ich habe jetzt ja... Also, die meisten haben halt immer keinen Bock, wenn ich... Die meisten haben halt keinen Bock, wenn ich sie einlade auf sowas. Aber ich muss es ja mindestens einmal machen. Achso, ich wollte gerade sagen, ist es abgestürzt? Nein, ist es nicht. Hat irgendjemand Bock auf Arm drücken? Einfach mal eben mal so hier, zack, zack, antreten. Komm, irgendeiner von euch hat doch sicherlich Bock auf Arm drücken. Nicht? Irgendeiner so Bock auf ein bisschen die Muskeln spielen lassen? Habe ich eigentlich früher als Kind auch immer ganz gerne gemacht, so aus Spaß. Aber dann habe ich halt irgendwann erfahren, dass man sich da auch böse den Arm brechen kann. Und seitdem habe ich es nicht mehr gemacht. Weil ich habe mir in meinem gesamten Leben noch nicht irgendwas gebrochen. Und ich will auch, dass das so bleibt. Ah, tritt bei. Oha. Das ist ein... das ist ordentlich. Er tritt gerade bei. Er tritt immer noch bei. Ach, das... Ja, stimmt. Er muss ja erstmal... Das lädt ja bei dem genauso lange. Holy shit. Wenn er jetzt hier drin ist... Uns trennt 200 Level. Aber der Wille ist trotzdem da. Ihn zu besiegen. Aber ich will es nur einmal machen einfach. Einfach mal Armdrücken machen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich hoffe, das Spiel erklärt mir das ein bisschen. Ich muss wahrscheinlich irgendeine Taste komplett smashen, oder? Einfach draufhämmern. Na, komm mal her. Mein Freund, willkommen beim Armdrücken. Du gewinnst, wenn du es schaffst, den Arm deines Gegners auf den Tisch zu drücken. Das tust du, indem du L-links oder rasch nach horizontal. Aua, ich hab verloren. Ich hab... Revanche. Ich hab verloren. Was für eine Niederlage. Ach, scheiße. Und jetzt kommt das ganze Menü nochmal, nur anstatt man einfach eine schnelle Revanche machen kann. Ich habe das gar nicht richtig gecheckt.
Ach, Mann. Naja, es war eine lehrreiche Erfahrung, das mal gemacht zu haben. Habe ich das auch mal gesehen, wie das Armdrücken funktioniert. Also ich habe es nicht wirklich verstanden. Ich hätte einfach ein bisschen hin und her wobbeln müssen, aber mit dem Controller, aber... Ich weiß nicht, es ist jetzt auch schon spät, es ist jetzt gleich 21 Uhr. Ich habe den ganzen Tag schon so viele Folgen aufgenommen. Ich bin langsam auch ein bisschen müde und habe da jetzt nicht mehr wirklich Bock drauf gehabt. Also am Ende mache ich noch meinen Controller kaputt. Und da habe ich auch keinen Bock drauf. Auf jeden Fall ist hier jetzt ein Haken bei Armdrücken. Das heißt, ich habe es gemacht. Ist doch schön, dass ich noch jemanden gefunden habe, der sich dazu bereit erklärt hat, das mit mir zu machen. Sehr schön. Und ja. Schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Ich würde mal sagen, das war's mit dieser Folge für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und dann hat mich der Kerl einfach nochmal getötet. Das muss ich jetzt einfach noch hinten dran hängen. Ich wollte gerade die Folge beendet. Wollte mich ausloggen, dann kam der Kerl. Und hat mich umgebracht. Naja, was soll's. Mein ganzes Geld ist, glaube ich, weg, ne, was ich hatte. Ja, schade. Ich hätte zur Bank gehen müssen. Das ist ärgerlich. Verliere ich denn mein komplettes Geld oder nur einen Teil davon? Welcome, brother, brother. Welcome. You see? They said I was a charlatan, a fraud, a nothing. But I am a miracle. Look and behold in wonder. And ask yourself, what does mighty Chris Formage, leader of the Epsilon program, do with his enormous power? Why, he uses it to watch people, of course. Join me anytime you like in watching. They never find out, and they can't harm you. It is the greatest pleasure on Earth. And trust me, I've lain with a multitude of women. Okay, das war jetzt cool. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Chris Formage. Dann war es ja gut, dass ich die Aufnahme nochmal gestartet habe. Ich wollte euch nämlich eigentlich nur mitteilen, dass der Kerl mich gerade umgebracht hat. Und das war ein bisschen nervig, muss ich sagen. Okay, ich hab noch ein bisschen Bargeld. Wo ist denn der nächste Bankautomat? Ist der hier in der Nähe, oder? Weil dann würde ich schon gerne das Geld noch zur Bank bringen wollen, eben. Ich meine, die Folge war eigentlich schon vorbei, aber naja, jetzt geht sie halt noch mal ein bisschen weiter, ne? Man weiß ja nie, was passiert. Das ist mir gerade schmerzhaft bewusst geworden, als ich abgeschossen wurde von dem Kerl. So, da vorne ist der Bankautomat. Da, bis dahin schaffe ich es ja wohl noch, oder? Und dann glaube ich, war es das auch für heute. Ich werde keine weitere Folge mehr machen. Ich muss auch mal eine Pause machen. Okay, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich werde jetzt gleich Leben verlieren. Ist mir jetzt aber auch egal, weil... Ich werde mich jetzt sowieso gleich ausloggen. Hier irgendwo soll ein Bankautomat sein. Wo denn? Ach da! Ah, okay. Hab ihn. Nice. Eins, zwei, drei, vier. Einzahlung. Perfekt. Gut, Leute, dann war es das jetzt aber wirklich mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree. Bitch, you ain't seen anything.